Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zum weiteren Unboxing aus meinem großen CD Japan Paket, was ich bekommen habe. Und zwar, es ist Rocket Punchs erstes japanisches Mini-Album Bubble Up. Und ja, es kommt in zwei limitierten Versionen, und zwar einmal diese hier, das ist die CD- und DVD-Version und die CD- und Fotobuch-Version. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier mit der CD- und DVD-Version an. Das ist einmal der Obi. Jede Menge QR-Codes zum Scannen. So, einmal das Cover. Und einmal hier hinten. Tracklist. Und für die DVD. Und dann schauen wir mal rein. Nehmen wir einmal die CD in Blau. Und dann die DVD in Pink. Auch nochmal sehr viel Pink. So, und dann schauen wir mal in das Booklet. Geht gleich hier los mit Trackliste, mit Lyrics besser gesagt. Oh, und es gibt einen Sticker-Sheet. Das ist schon mal schön. Ja, wenigstens ein großes Foto. Auch nochmal ein QR-Code, ja, für die offizielle Webseite und den offiziellen Fanclub. Das Blöde an diesen ganzen japanischen Fanclubs ist leider, wenn man außerhalb von Japan lebt, ist es leider nicht möglich, sich da irgendwie anzumelden. Ja, das ist immer so ein bisschen schade, finde ich, aber ja, kann man leider nichts ändern. So. Ja, das war die erste Version mit DVD und dann gucken wir mal die zweite an. So, die hat hier diesen ganz, ganz langen Obi, um auch das Fotobuch noch mit dran zu halten. Ja, hier ist dann halt auch nur eine CD drin. So, bevor wir dann dazu kommen, einmal hier das Cover. Ja, auch die Rückseite, wie gesagt, nur CD. Einmal pink auf blau. So, dann gucken wir hier auch mal ins Booklet. Okay, das ist dann in rosa gehalten, aber auch hier mit Lyrics. Und auch hier gibt es einen Stickerbogen. Ja, und dann wollen wir uns das Special Fotobook mal angucken. Oh.
Sehr, sehr schön. Ja, und das war's. Rocket Punchs erstes japanisches Mini-Album Bubble Up. Wie gesagt, in zwei Versionen. Ich glaube, es gibt auch eine ganz normale Version noch, wo halt nur die CD ist, ohne irgendeinen Bonus. Also kein DVD, kein extra Fotobuch. Aber ich fand die beiden limitierten Editionen besser. Okay, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt sie gerne unter das Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Unboxing. Bis dahin, macht's gut!